Einen wunderschönen, ja, guten Morgen, kann man, glaube ich, noch sagen. Es ist noch nicht, es ist noch keine 12 Uhr. Da geht noch guten Morgen aus Warnemünde. Und damit nochmal ein wunderschönes Hallihallo aus Warnemünde heute Morgen. Ja, ich bin heute Morgen nach Warnemünde gefahren, habe Rostock mal ein bisschen hinter mir gelassen und habe weder die Bahn noch einen Bus genommen. Nein, ich bin mit der Fähre heute Morgen von Warnemünde Quatsch, von Rostock nach Warnemünde gefahren und dann zwar hier dort mit der Rostocker 7. Und ja, befinde mich jetzt hier frisch angekommen, quasi noch am Anleger und habe dort vor mir die Ostsee voraus. Ja, das gibt jetzt heute nicht unbedingt den ganzen Tag in Warnemünde. Ich muss es mal sehen, was ich genau mache. Erstmal gucke ich mich hier natürlich ein bisschen um, möchte aber nachher noch weiterziehen, weil für Warnemünde habe ich morgen noch mal einen ganzen Tag eingeplant. Das wird aber ein separates Video geben. Ja. Ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen umschauen und möchte euch mal einen Teil der Impressionen zeigen, die ich jetzt auf der Fährfahrt von Rostock nach Warnemünde gesammelt habe. Könnt ihr euch mal ein bisschen anschauen und jedem, der das noch nicht gemacht hat, macht diese Fahrt. Das ist ein bisschen teurer wie mit anderen Verkehrsmitteln. Dauert ungefähr ja, 45 bis 50 Minuten, hat das Ganze jetzt gedauert, bis man hier war. Aber es lohnt sich. A, man lernt eine ganze Menge und B, man sieht so viel mehr, als man es tatsächlich auf anderen Wegen tun würde. Ja, aber jetzt hier erstmal Teil 1 der Impressionen eben von der Fährfahrt hier nach Warnemünde. Would you have me back over once again? On and on, 12 till I'm torn apart. On.
Ziel für diesen Sommer erreicht, einmal am Meer gewesen. Also ich stehe jetzt hier unweit der Leuchttürme, da sieht man im Hintergrund von Warnemünde, zumindest mal den einen jetzt. Beziehungsweise, ich glaube, der richtige Originalleuchtturm ist das dort hinten, aber der grüne und der rote, das sind ja die so am bekanntesten sind. Ja, ansonsten viel los hier, viel Flugverkehr. Ja, und ja, ich sag mal, relativ Glück mit dem Wetter. Man kann blaue Stellen erkennen. Viel schlechter soll es heute auch nicht werden. Aber mir geht es eigentlich jetzt erstmal, oder mir ging es jetzt erstmal nur darum, die Entfernung abzuschätzen und den Weg einmal gegangen zu sein. Denn mein eigentlicher Plan ist, morgen früh zu so einem Aufgang hier zu sein. Das würde dann ein separates Video werden. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich muss auch nachher mal den Wetterbericht checken, ob das überhaupt Sinn macht, ob der Sonnenaufgang es morgen früh hergibt. Ja, aber so habe ich jetzt den Weg schon einmal hinter mir. Das heißt, morgen früh dann direkt der Weg aufbauen und schießen. Also das ist zumindest mal aktuell der Plan. Ja, aber jetzt lasse ich mir erstmal noch so ein bisschen die Ostseeluft um die Nase wehen. Schwer zu erkennen ist, stehe ich nicht mehr in Warnemünde. Also die Warnemünde-Kenner werden das wissen. Ich bin aber trotzdem direkt am Meer. Ich bin jetzt ein paar Kilometer weitergefahren, so circa 9 Kilometer von Warnemünde weg, ist das Ostseebad Nienhagen. Und hier gibt es den Gespensterwald. Den wollte ich mir mal anschauen. In dem stehe ich gerade und hoffe einfach mal, man wird mich hier nicht zu sehr erschrecken. Ja. Nee, es ist keine Geisterbahn. Der Gespensterwald heißt Gespensterwald, weil die Bäume hier teilweise, ein bisschen nach Geistern aussehen. Das werden wir aber alles feststellen. Ich werde hier ein bisschen filmen, ein paar Fotos machen und hier in Nienhagen auch den Abend verbringen. Das zumindest mal stand jetzt der Plan, denn ich bin wirklich direkt am Meer. Man soll es kaum glauben, wenn man hier so mitten im Wald steht. Aber ist so. Und hier möchte ich die Abendstimmung mitnehmen. Schauen wir mal, ob das funktionieren wird. Jetzt aber erstmal quer durch den Gespensterwald. Thank you.
smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning gun. Also bisher war viel Waldfotografie. Noch ein Wort zu Waldfotografie. Wenn man es ja relativ düster hat, so wie das bei mir jetzt der Fall war, lohnt es sich durchaus mit dem ISO mal ein bisschen hochzugehen. Ich war jetzt auch konstant bei ISO 400 und Blende 7.1, um genügend Helligkeit zu haben und ja, nicht zu lang auslösen zu müssen, dass man nicht verwackelt. Ja, im Gespensterwald die Wahrscheinlichkeit, mit dem Fahrrad überfahren zu werden oder von einem Fahrradfahrer ist hochgradig. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, bisher war ein bisschen Waldfotografie und wer wissen möchte, warum der Gespensterwald Gespensterwald heißt, das ist so ein bisschen die Erklärung dafür. Das ist schon echt beeindruckend. Also diese Baumstruktur, unglaublich glatte Stämme bis weit hoch in die Kronen. Ja. Das ist schon mordsmäßig beeindruckend, muss ich sagen. Wie das hier erst aussieht, wenn nichts mehr blüht oder im Dunkeln. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich zurückkomme, beziehungsweise zu welcher Zeit. Also ich weiß, dass dann dunkel sein wird. Das wird interessant werden. Das ist, ein bisschen gruselig ist das schon. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not. Noch eine Horde Fahrradfahrer mir jetzt entgegen und danach werde ich euch zeigen, dass hier auch ein Hauch von Game of Thrones in der Luft liegt. Ja, das war zumindest eben gerade die erste Assoziation, als ich das gesehen habe. Ja, also wenn das mal kein Thron ist, ne? Und das im Gespensterwald. Also wer möchte das nicht gerne haben? Ja, ich meine alternativ, wenn man dieses Trönchen vielleicht dort drauf packt, dann hat man noch mehr Bilder zu Game of Thrones irgendwie im Sinn. Jetzt gehen wir doch mal da vorne hin. Steht wieder eine meiner geliebten Parkbänke. Ja, der Parkbank Donnerstag auf Instagram, wie ich ihn zelebriere. Ja, gespenstisch. Ja, ich würde ja sagen totes Holz, aber es stimmt nicht. Ne? Da oben blüht es ja noch. Ja, wo ich eben gerade den Parkbank Donnerstag auf Instagram erwähne, Bilder hier aus dem Gespensterwald gibt es natürlich auch auf Instagram von mir. Könnt ihr mir sehr gerne einen Like da lassen oder was kommentieren und überhaupt erstmal nur angucken und wenn es euch gefällt, ein Like da lassen und bei Bedarf sogar ein ganzes Abo. Ja, ich bin hier übrigens, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt hatte im Video, aber das ist eine Steilküste und da hinten ist FKK-Bereich. Man erkennt vielleicht das Schild so ein bisschen auf dem Video. Da ist das, der Beginn quasi vom FKK-Bereich und von dort hinten komme ich, aber ich bin ja oben entlang gelaufen und so schön am Filmen gewesen und immer schön runtergefilmt und irgendwann habe ich gedacht, wieso haben denn die Leute nichts an? Ja, aber es ist schon
Ja, man sollte sich so ein bisschen informieren, wo man denn hier genau ist. Ich bin auch die ganze Zeit hier oben schon immer mal wieder am Runterlunsen, was denn eine schöne Sonnenuntergangslocation ist. Soweit ich weiß, kommt dort vorne auch die ein oder andere Buhne. Das ist so etwas, was ich ganz gerne in den Vordergrund nehmen würde. Alternativ, man kann das hier auf dem Video wahrscheinlich noch erkennen, sind da hinten ein Haufen Buhnen. Und zwar auch außerhalb des FKK-Bereichs. Mal davon abgesehen, dass ich nicht glaube, dass zum Sonnenuntergang dort heute noch irgendeine FKK macht. Aber okay, ich weiß es nicht. Will mich ja hier mit keinem anlegen. Joa. Ich meine, der Vorteil, wenn ich das dort hinten mache, bei den vielen Buhnen, ist natürlich, ich habe es nicht mehr ganz so weit zurück nachher an die Bushaltestelle, weil ich muss ja irgendwie wieder nach Rostock ins Hotel kommen. Und ich müsste bei Dunkelheit, wenn die Sonne untergegangen ist, nicht durch den Gespensterwald. Ach ja, ich habe Probleme, ne? Ja. Aber erstmal weitergehen, mal gucken, wie viel gespenstischer es dann gegebenenfalls noch wird. Ich weiß gar nicht, wie groß dieser Gespensterwald ist oder wie lang der sich zieht. Aber es ist echt eine gewisse Art und Weise schwer beeindruckend. Kann ich nicht anders sagen. You were some of the best of things to find. Müssen wir wohl einfach mal einen Punkt setzen, einen Grenzpunkt. Ich bin raus aus dem Gespensterwald. War echt ganz nett. Mein Problem ist nur, das, was ich irgendwie vorher mal so als Buhnen recherchiert hatte, gibt es hier nicht. Also hier gibt es viel Steine, viel Geröll. Das ist natürlich auch ganz schön, um es in den Vordergrund zu nehmen. Und ich werde hier bestimmt auch irgendwo einen Weg runterfinden. Aber es ist jetzt einfach nicht das, was ich wollte. Insofern mache ich jetzt hier mal ein paar Aufnahmen mit den Störern hier im Vordergrund. Das ist natürlich auch ganz nett. Und gehe dann wieder zurück durch den Gespensterwald. Ja. Und werde dann gucken, dass ich mich bei den Buhnen, an denen ich vorhin schon vorbeikam, irgendwie positioniere. Und dort dann irgendwie schaue, dass ich einen Abendschuss hinkriege. Jetzt habe ich gerade bei Google Maps mal geschaut. Also da wird es tatsächlich noch als FKK-Bereich angezeigt. Aber okay, gut. Muss ich sehen, ob da Fotografieren nachher möglich ist. Nicht, dass ich den Weg umsonst gemacht habe. Das wäre natürlich extrem schade und tragisch. Also ich meine, umsonst nicht. Man kann natürlich auch Sonnenuntergangsfotos so von hier oben machen, wo ich jetzt gerade stehe. Aber da ist natürlich nicht das Gleiche wie das, was ich wollte, ne? Weil jetzt bin ich am Meer und habe das Gefühl, ich bin noch nicht am Meer. Ja. Aber okay, gut. Jetzt mache ich hier, wie gesagt, erstmal das ein oder andere Bildchen mit dem entsprechenden Vordergrund und dann sehe ich mal weiter.
is how I've been staying on my feet. This is how I can tell you I'm on my way to a better place for both of us, where we never be alone. This is how we can work it out. Man hat hier ja doch einen gewissen Kontrast in dem Wald. Die Stämme sind teilweise sehr, sehr hell, die Kronen aber doch dicht bewachsen, sodass es eher dunkel zuläuft. Und natürlich auch, je weiter man in den Wald hineinschaut, desto dunkler wird es. Sodass ich, oder natürlich hat man da auch einen extremen Kontrast, ne, hinten. Der Himmel halt sehr milchig jetzt, dadurch einfach nur extrem hell, eigentlich weiß. Und davor die paar Stämme, die ebenfalls so hell schimmern. Sodass ich mich jetzt natürlich schon wieder frage, während ich die Bilder mache, ob das wohl interessante Schwarz-Weiß-Bearbeitung werden könnte. Dadurch, dass der Kontrast eben stellenweise so enorm ist. Und ja, eine gute Zutat für hübsche Schwarz-Weiß-Bilder ist eigentlich ganz gern ein guter Kontrast. Ich bin gespannt. Wenn es tatsächlich gut sein sollte, dann werdet ihr das jetzt gleich sehen, weil dann werde ich es einblenden. Ja, und wenn nicht, dann nicht. Hey, jetzt gibt es ja keinen Weg zurück. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt werde ich es wohl auch einblenden müssen. Ja. Where no colors can exist, it's just a way for Mother Nature to show that some things can be missed. And when I see you through the sunlight as you're walking towards me, I don't see how you could be happier about the way it turned out to be. Oh yeah. So, Abendziel erreicht. Ich bin jetzt wieder direkt am Strand von Niendorf. Ja, und befinde mich quasi mehr oder weniger mitten im FKK-Bereich. Okay, gut. Also wirkliche Nackedays kann ich im Moment nicht sehen. Also der Tag startete mit meiner Fährfahrt von Rostock nach Warnemünde. Plus dann die Zeit in Warnemünde so ein bisschen, sich so ein wenig orientieren. Dort mag ich morgen dann, wie gesagt, so ziemlich den kompletten Tag verbringen. Einfach auch im Zweifelsfall irgendwo mal in einem Café hocken und die Seele ein bisschen baumeln lassen. Also jetzt nicht den ganzen Tag filmen und fotografieren und sowas, aber halt schon den ganzen Tag dort zu sein. Ich muss heute Abend noch die Wetterprognose mal abwarten, ob es sich mit einem Sonnenaufgang dann wirklich lohnt. Weil, also wenn ich schon um 5 Uhr dann aufstehen muss, um nach Warnemünde zu fahren, dann möchte ich da auch eine gewisse Sicherheit haben, dass es auch wirklich klappen könnte. Und wenn die Chance nur 50% beträgt oder so, dann werde ich das sicherlich sparen. Werde dann aber den Sonnenuntergang morgen in Warnemünde mitnehmen. Das werdet ihr dann aber alles in einem separaten Video sehen. Ja, nach meiner Zeit in Warnemünde dann jetzt hier eben durch den Gespensterwald gelaufen. Jetzt in Nienhagen. Auf den Sonnenuntergang gewartet oder wartend. Ja, es gibt schlechtere Tage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out. Ich habe mich jetzt mal ein paar Minuten vor Sonnenuntergang, naja, es ist noch über eine halbe Stunde hin,
mal etwas näher ans Wasser positioniert und ja, habe hier schon das ein oder andere Bild von dieser Buhne gemacht. Hier vor mir die Sonne geht allerdings gleich dort hinten unter. Nach wie vor weiß ich nicht, was der Himmel machen wird. Wird er aufreißen? Wird er so verhangen bleiben? Ich befürchte fast Letzteres. Also ich glaube fast nicht, dass es einen netten Sonnenuntergang geben wird. Aber das tut der Sache keinen Abbruch, weil ja, die Stimmung ist ganz schön, muss ich sagen. Und ja, die Geräuschkulisse hier ebenfalls. Wahlweise tierisch, wahlweise einfach nur ja, der Klang der Natur. Also von daher ist bisher ein ganz schöner Abend. Schöner, entspannter Abend vor allen Dingen. Und ja, gut. Der Gedanke, dass es da noch ein bisschen Heimfahrt bedeutet, beziehungsweise ein bisschen Fahrt ins Hotel, das verdränge ich jetzt mal noch so ein bisschen. Und ja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja da noch wirklich einen richtig schönen Sonnenuntergang. Im Rahmen des, was halt heute möglich ist. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Sonne das Meer küsst. Da haben wir heute mal alle kurz weggeschaut, deswegen hat keiner gesehen. Ja, das war nichts mit Sonnenuntergang in Nienhagen. Werdet ihr auch gleich sehen, denn ich verabschiede mich aus diesem Video mit einem kleinen Zeitraffer, den ich jetzt eben noch gemacht habe. Da werdet ihr sehen, es riss noch mal so kurz ein bisschen auf, aber schloss ich dann auch gleich wieder. Also hat leider nicht funktioniert. Trotzdem war es ein schöner Ausflug. Es war schön, mal hier gewesen zu sein und der Gespensterwald war auf jeden Fall auch absolut ein kleines Erlebnis. Also von daher war ein sehr, sehr cooler Ausflug. Und wenn ich in Warnemünde oder gar in Rostock geblieben wäre, wäre der Himmel der gleiche gewesen. Also Sonnenuntergang hätte es auch dort heute nicht gegeben. Ja, damit verabschiede ich mich von euch für heute. Morgen geht's für mich weiter. Die Prognose sieht immer noch ganz gut aus mit dem Sonnenaufgang in Warnemünde morgen früh. Ich gucke mir das gleich im Hotel noch mal genauer an. Sonnenuntergang sollte auch klappen. Also entweder klappt eins von beiden oder gar beides. Das wäre natürlich mega. Das seht ihr dann nächste Woche. Denn das lade ich dann nächste Woche hoch. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Rostock, Warnemünde und jetzt auch hier die Gegend rund um den Gespensterwald. Definitiv ein Kurzurlaub wert, könnt ihr mal drüber nachdenken. Kann ich nur wärmstens empfehlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.